Also, ich habe viel von Ihnen gehört, Doktor. Ach, kommen Sie schon, nennen Sie mich David. David. Wie geht's den Kindern? Oh. Danke. Ich sehe Sie nicht so oft, wie ich möchte. Ein Bub und ein Mädchen. Zwei Buben, zwei Mädchen. Buben. Buben. Zwei. Zwei Buben, richtig. Und sie heißen nochmal... Daniel und Benjamin. Daniel und Benjamin, ja, richtig. Sarah zählt andauernd von Ihnen. Bitte, es reicht. Ich hätte aber gern eins von euch beiden zusammen. Komm schon, Liebling, es gibt doch kaum ein Foto von uns beiden. Näher zusammen. Noch näher. Wie nah möchten Sie es denn? Wie nah können Sie es denn? Sie meinen speziell fürs Foto? Ja, doch. Danke. Ich glaube, jetzt müssen wir gehen. Sie hätten mir schon sagen können, dass ich Arzt bin. Geschafft, Eugert, du kannst glauben! Ich auch nicht. Ich meine Dr. David Steinberg. Ich meine, Sie haben wirklich Nerven. Es tut mir leid, aber Sie waren großartig. Also, ich glaube nicht, dass Joel es gefressen hat. Doch, doch, hat er ganz bestimmt. Er hat mich ständig beobachtet. Er ist doch Psychologe, das macht er doch gern bei jedem. Sie waren unglaublich. Ich habe die ganze Zeit mein Gehirn zermartert nach irgendwelchen Medizinerzeug, das ich irgendwann einmal gehört habe. Oh weh, oh weh, oh weh. Einen Augenblick. Sehr kompliziert. Sie müssen doch hoffentlich nicht weg. David, sag jetzt bitte nicht, dass du gehen musst. David. Ja, hier nochmal Dr. Steinberg. Ich möchte lieber nicht kommen. Das war ein Bob-Kuss. Ja, dann rufe ich Sie also nächste Woche an. Ja, dann rufe ich dich also morgen an. Rufe der ab. Ja, dann rufe ich dich also an, sobald ich zu Hause bin.